Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Open Transport Tycoon live von Querfurt an der Spree. Und wir waren stehen geblieben hier unten an der Stelle. Wir wollten ja den Passagiertransport bauen und da müssen wir erstmal gucken, dass wir hier eine, wie sagt man, eine Begegnungsspur machen können, wo die Züge dann nebeneinander fahren. Also Weichgleis sozusagen. Das ist, glaube ich, zu wenig. Da bohren wir ja unten noch mal eins hin, wo sich die Züge dann begegnen können, wie der Profi sagt, sag ich mal. Ja, die Bäume nerven hier ein bisschen. Man sieht hier kaum was. Na, jetzt. So und so. Und jetzt können wir den Zug fahren lassen. Mit Fernverkehr. Wo geht denn mehr rein? Hier geht mehr rein. Dann nehmen wir die Fernverkehrszüge. Es ist ja sozusagen Fernverkehr, wenn man das möchte. Denn die Karte hier bei Open Transport Tycoon, die ich angelegt habe, die ist viermal so groß im Vergleich zum Originalspiel Transport Tycoon. Und da ist entsprechend natürlich Platz zum Bauen. Jetzt ketteln wir hier einfach nochmal eine Buslinie an. Ja, es gibt hier eine Problematik hier bei dem Spiel, beziehungsweise bei der Software hier. Ich nehme ja hier mit Cam Studio auf. Das ist eine kostenlose Open Source Software, weil Fraps geht ja mit dem Spiel nicht und da habe ich ein Problem, dass die Videos können maximal etwa 10 Minuten lang werden und weil sonst hat er ein Problem mit dem Speicher. Cam Studio ist der Meinung, dass nur maximal 2 GB sein kann, eine Videodatei, und dann stürzt halt ab und speichert das Video nicht. Und dann ist dann halt eine Viertelstunde Arbeit hier verloren. Das ist mir jetzt schon 2, 3 Mal passiert und ich musste daher neu aufnehmen. Also ihr wisst Bescheid. Ich kann aus dem Grund leider keine längeren Videos hier hochladen. So, einen kleinen Schluck aus der Pulle genommen. Und wir gucken weiter. Ach, die wollten wir vorhin schon anketteln, machen aber nicht. So, was haben wir noch? Ach, hier ist eine. Das könnten wir auch verbinden. Es bietet sich ja förmlich an, hier das Öl zu transportieren. Ich will aber nicht über den Berg. Weil das kostet nämlich Zeit, wenn die Lok abbremst und wieder hochbeschleunigen muss. Wir haben übrigens eben bei dem Passagierzug, den wir gebaut haben, noch was vergessen, aber da kommen wir gleich hin. Da habe ich nicht aufgepasst. Nämlich, wo war das jetzt? Hier unten. Hier gehen keine Passagiere hin, werden nicht akzeptiert und das heißt, wir müssen noch hier verlängern, sozusagen die Reichweite der Station, und das machen wir hier mit. Jetzt werden hier auch Passagiere akzeptiert. Zum Glück war der Zug noch nicht angekommen. So, was haben wir noch? Ja, der Anfang ist ja immer ein bisschen schwer. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich wo hier bauen soll. Ja, jetzt sind wir im Jahr 1955. Das ist eins der Jahre, wo es diese mobilen Musikberieselungs-Handys oder MP3-Player noch nicht gab. Da hatte man noch seine Ruhe im Zug. Heute wird man ja ständig belästigt mit irgendwelchen Sachen, die sich Musik nennen.
Mir ist aufgefallen, das ist zu größtenteils eigentlich nur irgendwie Hip-Hop oder Techno und irgendwie Rockmusik hört man nur sehr, sehr, sehr wenig bis überhaupt nicht. Und was viele Leute nicht wissen, ist, das ist aber auch mal gut, ja, ist, dass man eigentlich gar nicht laute Musik hören darf. Das ist in vielen Beförderungsbedingungen steht das drin, dass es verboten ist, Fahrgäste durch laute Musik zu belästigen. Aber mein Eindruck ist hier, durch das, was ich hier so mitkriege, dass das eigentlich gar keinen so richtig, sage ich mal, interessiert. Kontrolleure interessiert das nicht. Also hier auf der Strecke Bonn war jetzt nicht extra ein Doppelzug, also zwei Gleise. Ja, wie gesagt, Kontrolleure scheint das nicht zu interessieren, was da abgeht. Und ja, es nervt einfach. Genauso schlimm finde ich eigentlich die Leute, die nur am Telefonieren sind und dann sowas sagen wie: Hallo, ich sitze jetzt gerade im Zug. Ich meine, das interessiert doch gar keinen an der Stelle. Weil man kann ja auch einfach vorher sagen: Ja, ich fahre mit dem und dem Zug und bin ungefähr da, dann und dann da. Und das scheinen viele gar nicht hinzubekommen. Es gibt natürlich auch hier Ausnahmen, aber irgendwie finde ich das immer so ein bisschen affig, solche Anrufe. Wie ist denn das jetzt? Müssen wir jetzt... Ach, ich kann das hier einzeln auswählen. Das ist ja gut. Das habe ich auch noch nicht gewusst, dass das geht. Macht er das jetzt auch? Getreide und Vieh, ja. Und dann hier oben machen wir das dann genauso. Und dann können wir den Zug uns hier kopieren oder reicht dafür das Geld nicht? Wie viel brauchen wir dafür? 103. Das leihen wir uns einfach mal. So, ach Quatsch. Das war Unsinn. Ja, und wenn ihr dieses Video in besserer, ich sag mal, Qualität sehen wollt, dann klickt doch einfach auf den Button, wo das Fenster so bisschen ausgebreitet wird. Dann seht ihr alles, was hier sich abspielt, ein bisschen besser. Was sicher auch in eurem Interesse dann ist. Ja, wir können übrigens auch mal die Original-Sounds, sag ich mal, einbinden, weil ich habe auch noch das Spiel im Original. Und da kann man die Original-Sounds und Texturen hier einbinden. Mal schauen, vielleicht machen wir das einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Es wäre aber schön. Aber wie gesagt, das werden wir einfach mal ausprobieren. Was, Gerd? Ach, Gera, ich habe Gerd gelesen. Ja, an dieser Stelle schöne Grüße an Gerd. Falls er hier zuhört, was ich von dem ich nicht ausgehe, er weiß Bescheid. Oder wie wir auch immer schön gesagt haben, Gerde mit langgezogenem französischen E. Ja, der Gerd, das war schon so einer. So, letzter Bus für heute. Gera nach Oberbrück. Und ja, ich verabschiede mich dann für heute und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise Restwochenende, je nachdem. Und ja, tschüss und auf Wiedersehen.